Liebe Freunde der Freiheit, wir melden uns heute hier vom nunmehr 25. Verhandlungstag im Prozess gegen Dr. Bianca Witschel vor dem Landgericht Dresden zurück mit einer Zusammenfassung, wie ihr es ja mittlerweile schon gewohnt seid. Ja, und der Prozess nähert sich seinem Ende. Um diesen 25. Verhandlungstag einmal zusammenzufassen, im Wesentlichen wurde heute der letzte Zeuge vernommen, ein Rechtsanwalt, der nicht nur Patient bei Dr. Bianca Witschel selber war, sondern eben sie auch in zwei Fällen vertreten hat. Also neben mir ist Jochen Stappenbeck, habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Stappenbeck. Entschuldigung, Jochen Stappenbeck, der Chefredakteur des Magazins Aufgewacht, das ihr vielleicht schon kennt. Das ist das, ja, ich würde sagen, das Magazin der Freien Sachsen. Wir Sachsen. Das für Sachsen. Von Sachsen. Ja, er hat heute zum ersten Mal dieser Verhandlung beigewohnt und eigene Eindrücke gesammelt. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ich glaube, du hast viel zu erzählen, oder? Ich muss noch mal sacken lassen. Bei uns ist ja in der Zunft, gilt, reden ist Silber, schreiben ist Gold. Aber erzähl du erstmal, dann habe ich ein paar Gedanken. Genau, also er nutzt die Zeit noch, um seine Gedanken zu sammeln. Es war tatsächlich auch harter Tobak, den vor allen Dingen uns die Staatsanwaltschaft dann im zweiten Teil des heutigen Tages serviert hat. Denn nach der Zeugenaussage hat die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten. Dazu kommen wir aber gleich. Wie gesagt, als erstes hat ein Zeuge, ein Rechtsanwalt, sozusagen die letzte Zeugenaussage dieses Prozesses gegeben. Und da diese nahm auch einige Zeit in Anspruch, also bestimmt gute 2 Stunden, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, hat er also darüber erzählt, wie der Kontakt zustande gekommen ist, dass er also nach einer Ärztin gesucht hat, damals in der Corona-Zeit, die sich fachlich mit diesen Themen der Masken und der Impfungen auseinandergesetzt hat, um sich dort bei ihr beraten zu lassen und dann in der Folge dort eben mehrere Testzertifikate sich ausstellen lassen hat. Das waren in 2 Fällen PCR-Tests, die er also damals wohl für einen Flug brauchte und in der Folge dann Antigen-Schnelltests, die er sich dort ausstellen lassen hat bei Dr. Bianca Witschel. Er ist anfangs auch immer zur Dr. Bianca Witschel hingekommen. Das hat er hier also bestätigt, ist in ihre Praxis gefahren, hat dort den Test durchführen lassen und dann das Testzertifikat ausgestellt bekommen. Und erst nach einer ganzen Weile, nachdem er von Dr. Bianca Witschel also in diese Testprozedur eingeweiht wurde, Erfahrungen damit gesammelt hatte, eingewiesen wurde, wie die durchzuführen sei, dieser Test durchzuführen sei und das Vertrauen soweit auch aufgebaut war, dass sich Dr. Bianca Witschel also sicher sein konnte, dass er den Test ordentlich auch durchführt, hat er dann in Einzelfällen, wo er nicht hier vor Ort sein konnte, weil er nämlich am Ort seiner Zweitkanzlei-Niederlassung, also weit weg außerhalb Deutschlands, verweilte und für den Test für die Rückreise brauchte, dann hat er also in diesen Einzelfällen den Test selbst durchgeführt, das mit Fotos belegt, diese mit Testzeitpunkt und weiteren Informationen versehen an Dr. Bianca Witschel zugestellt und um Ausstellung eines Testzertifikats gebeten. Das ist, mag man als Normalsterblicher meinen und als vernünftig denkender Mensch meinen, ja gar kein Problem, denn Krankschreibungen wurden in dieser Zeit ja auch telefonisch ohne jegliche Untersuchung oder ähnliches ausgestellt. Aber für die Staatsanwaltschaft stellt das, für die ach so gesetzestreue Staatsanwaltschaft, stellte das offensichtlich ein großes Problem dar, wie wir dann im Plädoyer der Staatsanwaltschaft erfahren mussten. Er hat sie hier, genau, das war kein Mandat, außer innerhalb eines Mandats hat er sie dann noch kurz darüber informiert, als Frau Dr. Witschel ihm gesagt oder angedeutet hatte, dass es da Probleme gibt mit ihrer Zulassung oder dass die Landesärztekammer da sie gewarnt hätte. Da hat er sie also noch vorsorglich darauf hingewiesen, dass er eine Zulassung bräuchte von der Landesärztekammer, sonst dürfte sie nicht als Ärztin
tätig sein. Also er war da sehr fürsorglich und hat sie sogar ohne Mandat da ganz prophylaktisch und vorsorglich darauf hingewiesen, dass sie hier aufpassen soll, dass alle Formalien eingehalten werden. Nichtsdestotrotz ist es genau dieser Zeuge, der selbst auch Beschuldigter in einem Strafverfahren ist, momentan per Strafbefehl, ihm dort eine angebliche Anstiftung zur Ausstellung von gefälschten oder falschen Attesten unterstellt wird. Ja, das war im Wesentlichen die Zeugenaussage dieses Rechtsanwaltes. Dann wurde die Verhandlung für eine Mittagspause unterbrochen, welche die Verteidigung hier nochmal hätte nutzen können, um gegebenenfalls doch noch wieder erwarten, Beweisanträge oder sonstige Anträge zu stellen. Ihr erinnert euch vielleicht, der Vorsitzende Richter Scheuring hat ja ursprünglich eine Frist gesetzt, die auch schon abgelaufen war für das Stellen weiterer Beweisanträge. Hier hat er jetzt anscheinend diese Frist nochmal etwas aufgeweicht. Das schien aber ziemlich kurzfristig kommuniziert worden zu sein, also hier heute erst vor Ort. Und in dieser kurzen Zeit sah sich die Verteidigung jetzt nicht in der Lage, innerhalb einer Stunde nach so vielen Verhandlungstagen und so vielen Beweisanträgen, die auch schon gestellt wurden, noch weitere sinnvolle Beweisanträge zu formulieren. Zumal man berücksichtigen muss, dass einer der Verteidiger heute auch noch erkrankt ist und das für den Rest der Woche auch noch bleiben wird. Deswegen wird der Verhandlungstermin am Donnerstag ausfallen und es geht erst nächste Woche Dienstag weiter. Deswegen ging es anschließend direkt zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft, die hier also ausführlich quasi, würde aus unserer Sicht sagen, hier das Narrativ der Regierung heruntergebetet hat, um der Bianca Witschel alles Mögliche vorzuwerfen, sodass sie eben angeblich serienmäßig hier Atteste auf Wunsch unabhängig von Anamnese und Untersuchung ausgestellt hätte und das quasi im Minutentakt, weil sie trotz anderer Erkenntnisse, die wir ja in der Verhandlung nun vorgetragen bekommen haben, trotz anderer Erkenntnisse behauptet, dass diese Zeitstempel in der Software angeblich die Untersuchungszeiten wären. Die Staatsanwaltschaft unterstellt genauso, dass es also nicht legitim wäre, aus der Ferne Atteste auszustellen oder Testzertifikate, besser gesagt, auszustellen, obwohl die Landesärztekammer Sachsen in dem Verfahren gegen den LKA-Beamten, ihr erinnert euch, ist noch nicht so lange her, genau das Gegenteil belegt und bestätigt hat. Ja, also das Plädoyer der Staatsanwaltschaft war der Erkenntnisstand von vor 3 Jahren, als hätte sich seitdem nichts geändert. Die Staatsanwaltschaft unterstellt ihr auch, dass sie Tests gekauft hätte, in der Absicht, diese nicht zu bezahlen. Und obwohl ihre Konten gepfändet wurden und sie eben dann gar nicht in der Lage war, diese zu bezahlen. Sie unterstellt Dr. Bianca Witschel auch gewerbsmäßiges Handeln, weil sie regelmäßig und dauerhaft solche Testzertifikate und Atteste ausgestellt hätte und das angeblich zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes getan hätte. In Summe wirft die Staatsanwaltschaft hier ihr vor, schätzungsweise 47.000 Euro damit erwirtschaftet zu haben. Wir vergleichen in den gut zwei Jahren, die sie tätig war. Wir erinnern uns, ein nicht ganz fauler Impfarzt hätte diese Summe in 4 Monaten zusammenbekommen, die ja nur am Fließband in den Impfzentren geimpft haben, ohne Aufklärung und das im Minutentakt. Ja, und von den Impfärzten steht noch keiner vor Gericht, die nachweislich vorsätzlich Menschenleben gefährdet haben, Menschen vorsätzlich verletzt haben und einige davon sogar getötet. Dr. Bianca Witschel hat das Gegenteil gemacht. Sie hat hier ihre Patienten und die Gesundheit ihrer Patienten geschützt. Und nichtsdestotrotz fordert
die Staatsanwaltschaft hier in Summe eine Gesamtstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten Freiheitsstrafe. Sie ist also über ihre ursprünglich in der Anklage geforderte Strafmaß nochmal hinausgegangen und fordert außerdem ein Berufsverbot für 4 Jahre und zu guter Letzt auch noch einen Wertersatz von rund 44.000 Euro sowie die Übernahme der Verfahrenskosten. Das war also eine richtig dreiste Forderung, die die Staatsanwaltschaft hier bar jeglicher Erkenntnis aufgestellt hat. Sie hat sogar behauptet, die Staatsanwaltschaft war sogar so dreist und hat behauptet, dass Dr. Bianca Witschel hier entgegen der wissenschaftlichen Evidenz gehandelt hätte. Fern jeglicher wissenschaftlicher Evidenz. Und das, obwohl ja nun die RKI-Protokolle mittlerweile entschwärzt vorliegen und genau das Gegenteil belegen, also die Staatsanwaltschaft in nahezu jeder Behauptung ganz klar widerlegen. Also die Staatsanwaltschaft war wirklich zu kacken dreist, hier sich dumm zu stellen, wie vor 3 Jahren oder 4 Jahren, wo man vielleicht noch hätte sagen können, ja, jemand, ein Einäugiger oder ein Blinder, der glaubt eben einfach naiv, was die Regierung runterbetet. Aber mittlerweile ist das ja eigentlich hier nicht mehr mit Menschenverstand nachvollziehbar und aus Gerechtigkeitssinn heraus auch überhaupt nicht zu rechtfertigen, was die Staatsanwaltschaft hier vertritt. Insofern stellt sich natürlich für uns dann auch die Frage, inwiefern hier vielleicht Rechtsbeugung oder andere Straftaten später in der Folge dieses Prozesses irgendwann mal noch aufzuarbeiten sind. Soweit aber erstmal die Zusammenfassung des heutigen Tages. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen, aber deswegen nehme ich mir heute auch ein bisschen mehr Zeit, weil ihr habt vielleicht gespürt, das war harter Tobak. Oder Jochen, was sagst du dazu? Was ist dein Eindruck? Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, alles richtig. Also der erste Eindruck war natürlich erstmal sehr positiv von dem Zeugen, der vernommen wurde, dass er das überhaupt ausgehalten hat. Ich wäre dann schon nach 10 Minuten verrückt geworden. Diese Belanglosigkeiten aus meiner Sicht. Wann wurden die Schäferhunde nach Spanien überführt? Wo, wann oder wie ging die Tochter zur Schule und wohin? Das ist alles, hat man das Gefühl, um den Zeugen wirbel zu machen. Aber er ist professionell, er ist Rechtsanwalt und hat das sehr schön sachlich und auch ruhig so kommuniziert, dass auch der Richter ruhig blieb und letztlich ein schönes Gespräch zustande kam, das 90 Minuten dauerte, minus 5 Minuten Pause. Also insgesamt positiv, dass man ihn auch hat ausreden lassen, aber wie du schon sagtest, auf dem Stand von 2020, das also ist völlig irrelevant, wer hat zwar benannt, der Zeuge, dass die Angst ihn trieb damals vor diesen gefährlichen Maßnahmen, mRNA-Experimente, Masken und so weiter. Das hätte man eigentlich als Richter nochmal aufgreifen sollen, wenn man Recht und Unrecht zu trennen sucht. Darf ich ganz kurz hier anmerken, das fand ich auch sehr gut, weil du es gerade angesprochen hast, der Zeuge hat also eben die neuen Erkenntnisse in seiner Aussage eingebracht, so auch die RKI-Protokolle, die Erkenntnisse, die bezüglich eben Impfungen, Masken tragen. Er hat ganz explizit mehrfach erwähnt auch die Auflagen, die damals schon per Arbeitsschutz für das Tragen von Masken galten und auch immer noch gelten und deswegen ein langfristiges, dauerhaftes Maskentragen gar nicht gesund sein kann. Also das fand ich sehr gut. Ja. Ja, also das war der erste Teil, dann Staatsanwaltschaft, klar, ganz martialisch, wie man erwartet hätte, aber es sind einfach die Formulierungen, die nochmal wirklich aufstoßen, die einfach den Atem stocken lassen. Wie du schon sagtest, eben mit der bar jegliche wissenschaftliche Erkenntnis, als ob genau das Gegenteil. Man hat ja ein Tsunami über ein Zusammenbrechen an Evidenzen und sucht die sich Blumen aus, die sich irgendwie falsch entwickeln. Also im Grunde schon wahnsinnig. Aber das ist halt eben eine Methode, hat man ja schon mitbekommen.
Und jetzt wird sich zeigen, was die Verteidigung nächste Woche, Dienstag, vorbringen kann oder was entsprechend vorbereiten wird. Ja, das Publikum war sehr angenehm, hat mir auch sehr viel Mut gemacht wieder, dass es wirklich einen Sinn hat. Sehr intelligente Menschen, ab und zu wurden sie zurechtgewiesen mit dem Hinweis, wie in der Schule oder dann auch wie im Kino, als wir geklatscht haben. Dann sagte einer hinter mir, ja, wie im schlechten Schauspiel, das ist wirklich gut erkannt. Das ist also wirklich ein richtiger Schauprozess, weil er eben zur Schau auch getragen wird, wie man zu denken hat, was man nicht machen soll. Und völlig unabhängig von wissenschaftlicher Evidenz. Und auch noch gesagt wird, dass die Angeklagte eben Fernwissenschaft sei. Das ist die Methode Täter-Opfer-Umkehr, die man kennt aus den Schauprozessen anderer Zeiten schon. Ja. Für mich war es auch sehr interessant zu sehen, dass hier wieder einmal die Staatsanwaltschaft, das kenne ich auch schon aus anderen Prozessen, sich ganz vereinzelte Einzelfallaussagen zusammengesucht hat, die also wirklich mal ein Zeuge, einen Nebensatz fallen lassen hat, den nie wieder jemand anderes in irgendeiner ähnlichen Form wiederholt oder bestätigt hat, um hier ein Gesamtpuzzle zusammenzusetzen, ein Märsch, muss man eigentlich sagen, zusammenzusetzen, das ins Narrativ der Staatsanwaltschaft einfach passt. Also das war sehr auffällig. Mal eine Aussage unter den tausenden E-Mails, die es da gab, eine Aussage, die so nur ein einziges Mal in einer einzigen E-Mail gefallen war und aus dem Kontext auch gerissen war, die sehr viel Interpretationsspielraum gelassen hat. Zum Beispiel war wieder in einer E-Mail der Nebensatz, wer erscheint, bekommt auch das Gewünschte. Worauf sich das bezog, war ich kenne die E-Mail, wurde an einem vorherigen Verhandlungstag schon mal komplett vorgelesen, daher kenne ich die. Da geht aus dem Kontext, lässt sich überhaupt nicht schlussfolgern, worauf sich das bezieht. Ob sich das jetzt vielleicht auf eine Behandlung bezieht, kann ja sein, auf eine Untersuchung bezieht. Die Staatsanwaltschaft unterstellt hier einfach mal, dass es sich angeblich eben wahrscheinlich auf ein Testzertifikat oder nach Meinung der Staatsanwaltschaft eben auch ein Attest beziehen muss, obwohl das aus dem Zusammenhang überhaupt nicht und aus der E-Mail auch gar nicht hervorgeht. Ne? Von daher, das war, um mal ein Beispiel euch zu bringen, um das zu untermauern. Und solche Aussagen gab es wohl 3, wenn ich richtig mitgezählt habe, unter den vielen hunderten Zeugenaussagen und tausenden Aktenseiten, die sich die Staatsanwaltschaft da zusammengepickt hat, ne, wie so ein Rosinenpicken, um hier ihr Märchen-Narrativ aufzubauen. Also das fand ich auch sehr bezeichnend. Ja. Das sind zumindest ein Punkt. Du hattest noch was erwähnt mit dem Bundesverfassungsgericht? Ja, kommen wir erstmal vielleicht zum Bundesverfassungsgericht. Also ich hatte es auch schon mal erwähnt, trotzdem ist das ein wichtiger Aufhänger. Ne? Das Bundesverfassungsgericht hatte ja in seiner Entscheidung zur Bundesnotbremse Nummer 2 ziemlich klar gesagt, dass alle Verordnungen, alle Maßnahmen, alle Regeln, alle Gesetze in dem Moment ungültig werden und damit auch verfassungswidrig werden, wenn deren damalige Annahmen, auf dessen Basis sie eingeführt wurden, durch neue Erkenntnisse, durch wissenschaftliche Evidenz zum Beispiel, widerlegt wurden. Und das ist ja nun nachweislich sogar durch die RKI-Protokolle schwarz auf weiß, also durch die Protokolle einer Bundesinstitution hier belegt, dass nicht nur jetzt klar war, dass diese Maßnahmen allesamt willkürlich waren und es allesamt dafür keine Evidenz gab, keine wissenschaftliche Evidenz gab, sondern auch damals schon für das Maskentragen, für die Lockdowns, für die Schulschließungen, für die Impfungen und so weiter und so fort, es keine Evidenz gab für die Wirksamkeit der Impfungen und so weiter und so fort. Dass das also auch damals schon galt. Das heißt, diese Gesetzesänderungen, das Infektionsschutzgesetz zum Beispiel, wurde ja auch auf dieser Basis geändert, auf deren Basis wiederum teilweise die Anklage gegen Dr. Bianca Witsche hier basiert. Alle diese sind damit nichtig und verfassungswidrig. Das heißt, es stellte sich, und das hatten wir vorhin eben besprochen, für mich auch ganz klar die Frage, ob ein Gericht und die Richter auch persönlich, in dem Fall, wenn sie dann
dieses Verfahren wieder besseren Wissens weiterführen. Und dieses Wissen haben sie nun. Die RKI-Protokolle wurden mehrfach in diesem Verfahren schon aktenkundig eingeführt mittlerweile. Ob sie sich also selber hier in den Bereich des Strafbaren, zum Beispiel der Rechtsbeugung, begehen, wenn sie ein solches Prozess trotzdem weiterführen. Das mag an der einen oder Stelle aufgrund des Strafgesetzes rein formell vielleicht noch nachvollziehbar sein, weil das Strafgesetzbuch wurde in dem Rahmen auf Basis der Infektionslage jetzt nicht geändert, meines Wissens zumindest nicht. Aber eben alles ringsherum, Infektionsschutzgesetz, die ganzen Corona-Verordnungen und Maßnahmen, wodurch eben Maskenpflicht und ähnliches, die sogenannte Impfpflicht, ja, also es war ja eine Immunitätsnachweispflicht, eingeführt worden. Und das wiederum könnte dann in späterer Folge, sollte Bianca Witschel hier vielleicht für den einen oder anderen Juristen, der sich jetzt noch auf der sicheren Seite wähnt, nochmal gefährlich werden. Das ist der Punkt, den du, glaube ich, nochmal aufgreifen wolltest, oder? Ja, um den Rahmen, also für den Richter selber, wenn ich ein Richter wäre, würde ich mir diesen Rahmen anschauen und dann sagen, wie kann ich urteilen? Denn formal gesehen kann ich das machen, okay, aber ich muss ja auch den Sinn, den Rechtssinn dahinter sehen und der ist dadurch eindeutig nicht mehr gegeben, wenn so ein Gericht so etwas entscheidet und die RKI-Akten da sind. Eben, genau. Man kann das zwar rein formell auf Basis der Gesetze vielleicht noch nachvollziehen oder durchziehen aus Sicht des Richters jetzt, aber man muss es eigentlich und das auch aus Sicht des Gerichts in den Gesamtrahmen der Rechtsprechung, der vor allen Dingen der höheren Rechtsprechung auch setzen und diese berücksichtigen. Ja, das hier zumal war eben Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, also nicht von irgendeinem Amtsgericht hier aus irgendeinem anderen Bundesland, sondern vom höchsten Gericht, das hier eigentlich unser Grundgesetz und unseren Rechtsstaat verteidigen soll. Ja, der Prozess verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, mehr Öffentlichkeit, die wir herzustellen versuchen, auch im Heft. Deswegen könnten nächstes Mal Dienstag gerne mehr kommen. Wobei ich sagen muss, es waren heute schon viele da, ne? Es waren also heute wieder deutlich mehr Zuschauer da als noch beim letzten und vorletzten Mal. Da an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Man spürt wirklich, dass das Bianca immer sehr hilft und viel Energie gibt. Ich hoffe, kommenden Dienstag, 9 Uhr, sind hier wieder genauso viele von euch vor Ort. Aber ganz kurz, du hast angesprochen, ihr werdet jetzt also auch in eurem Magazin darüber berichten. Vielleicht magst du das ganz kurz anreißen oder andeuten. In der Juli-August-Nummer werden wir darüber berichten, im Rahmen von der Frage, ob es politische Schauprozesse oder überhaupt politische Prozesse gibt. Das ist ja eigentlich unmöglich in unserem freiheitlichen Rechtsstaat. Aber ob es vielleicht eventuell da Anhaltspunkte gibt. Deswegen war ich auch hier, um es zu prüfen. Konfuzius sagt, habe ich heute gelesen im Zug, was die Masse liebt, prüfe, was die Masse hasst, prüfe. Ja, genau, also immer hinterfragen, immer selber nachdenken, immer hinterfragen. Etwas Kritik hat noch nicht geschadet, solange sie auch konstruktiv ist und nicht völlig abgehoben. Genau. An der Stelle also noch einmal der Hinweis, der nächste Verhandlungstag ist also erst der Dienstag, der kommende Dienstag, der Donnerstag jetzt diese Woche fällt aus, wegen eben Erkrankung eines Verteidigers. Was wollte ich noch ganz Wichtiges sagen? Es wird sich jetzt trotzdem langsam das Ende abzeichnen. Wir werden also am kommenden Dienstag dann das Plädoyer der Verteidigung hören, wahrscheinlich auch noch, das hat sich heute angedeutet, ein Plädoyer von Dr. Bianca Witschel selber. Wir haben sie heute übrigens zum allerersten Mal selber sprechen hören, als sie nämlich ihren damaligen Anwalt, der ja heute als Zeuge ausgesagt hat, von ihr seiner Schweigepflicht entbunden wollte und das auch getan hat. Ansonsten hatte sie ja bisher während der gesamten Verhandlung die Aussage verweigert und deswegen sich nicht öffentlich geäußert. Das heißt, nächsten Dienstag könnte es sein, wir werden sie mal
für ein längeres Stück zu hören bekommen. Und nach den Plädoyers könnte es sein, dass eventuell schon am Dienstag, ich vermute aber eher am Mittwoch, dann das Urteil gesprochen wird, sodass dieser Prozess hier jetzt tatsächlich, wie es ja auch schon angekündigt hat oder vermutet hat, zeitnah zu einem Ende kommt. Deswegen bitte ich euch, an diesen letzten zwei Verhandlungstagen dabei zu sein, um sie seelisch und moralisch zu unterstützen. Ihr habt es gehört, die Staatsanwaltschaft fordert 4 Jahre und 10 Monate Haft insgesamt. Es ist üblich, dass die Verteidigung deutlich weniger fordern wird. Davon gehe ich momentan noch aus. Und es ist durchaus üblich, dass das Gericht sich dann irgendwo dazwischen einsortiert. Das heißt, ich vermute, dass es nicht am Ende zu 4 Jahren und 10 Monaten Freiheitsstrafe kommen wird. Ich gehe davon aus, dass sich das hoffentlich irgendwo um die 3 Jahre nur in Anführungszeichen bewegt. Es könnte aber auch zwischen 3 und 4 Jahren liegen. Im schlimmsten Fall sogar über 4 Jahre. Aber wir hoffen natürlich das Beste. Ich rechne derzeit, ich will euch nicht die Hoffnung versauen, natürlich hoffen wir alle auf einen Freispruch, oder? Auch, also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auf... Entschädigung für die Haft. Und Entschädigung für die Untersuchungshaft. Sie sitzt ja nun auch schon fast 1,5 Jahre in Untersuchungshaft. Nichtsdestotrotz ist ja aufgrund des Verhaltens des Richters, er hat fast alle Beweisanträge bis auf den einen einzigen jetzt abgelehnt, und dieser eine war eben der letzte Zeuge, dessen Hörung hatte die Verteidigung tatsächlich beantragt. Aber ein Schelm, Herr Böses, dabei denkt, dass ausgerechnet diesem einen Beweisantrag das Gericht zugestimmt hat, wo es doch ein Zeuge ist, der hier selber Beschuldigter ist und sich vielleicht dadurch die Aussage noch weiteres zu Schulden kommen lässt. Ne? Also hier hat natürlich das Gericht vermutlich Lunte gerochen und das deswegen diesem einen Beweisantrag als einzigen bisher zugestimmt. Ja, also, wir hoffen, dass sie freigesprochen wird, aber realistisch betrachtet befürchte ich, dass es eher irgendwo was in der Größenordnung um die 3 Jahre. Die allerbesten Aussichten, obwohl man natürlich sagen kann, glücklicherweise hat sie davon die Hälfte schon abgesessen, also, auch wenn das jetzt so ein schwaches Großpflaster ist. Wir drücken ihr trotzdem weiterhin die Daumen und hoffen, dass im Sinne des schönen Wetters hier doch noch irgendwo sich ein Lichtstrahl auftut. Auf jeden Fall, das hat mir die Verteidigung schon versprochen, werden in den Plädoyers nochmal alle Erkenntnisse reingepackt, die auch jetzt in letzter Zeit zutage gefördert wurden, also insbesondere auch die entschwärzten RKI-Protokolle. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Das hast du gesagt. Vielen Dank. Dann wünsche ich euch trotz allem einen schönen Tag noch und eine schöne Woche. Vergesst nicht, ihr auch fleißig zu schreiben. Sie freut sich über Briefe, natürlich genauso wie eure Unterstützung hier vor Ort. Und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Dienstag um 9 Uhr hier wieder am Hammersweg 26. Vielen Dank, macht's gut.